Im Laufe der Jahrzehnte haben eine ganze Reihe von Schauspielern Batman gespielt. Und Robert Pattinson gehört nun zu den Jüngsten in dieser Reihe. Wie unterscheidet sich sein Batsuit von den anderen? Bleibt dran, um alle taktischen Unterschiede kennenzulernen. Adam West, Michael Keaton, Val Kilmer, George Clooney, Christian Bale und Ben Affleck hatten alle ihre eigenen Versionen des Batsuits, wenn nicht sogar mehrere Varianten davon. Die Kleidung von Batman ist ein wesentlicher Bestandteil der Umsetzung der mehr als 80 Jahre alten Figur aus den Comics auf die Leinwand. Während Kostümbildner bei anderen Produktionen einen beträchtlichen kreativen Spielraum haben, müssen Comic-Verfilmungen einen schmalen Grat zwischen der Umsetzung von Kostümen, die in den Fantasiewelten der Comics großartig aussehen, und einer realistischen Filmversion meistern. What gives you the right? What's the difference between you and me? I'm not wearing hockey pads. Was haben der Kostümbildner Dave Crossman und der Konzeptkünstler Glenn Dillon für The Batman anders gemacht? Pattinson, der bei den Probeaufnahmen für die Rolle ursprünglich eine Version des Batsuits von Val Kilmer trug, erzählte Entertainment Weekly von seinem offiziellen Kostüm. Ich habe mich sofort ganz anders gefühlt. Es hat sich wirklich gut angefühlt. Es war so gut durchdacht, so flexibel an allen Gelenken. Es war irgendwie erschreckend. You're trying to get under my cape, Doctor. So cool der Batsuit auch immer aussah, die Beweglichkeit stand bei den Kostümdesignern nicht immer ganz oben auf der Liste. In Pattinsons Version des Anzugs wird diesem Umstand ein wenig Rechnung getragen. Er besitzt einen Kragen am oberen Ende des Umhangs um den Hals. Das mag für Comic-Fans seltsam aussehen, bietet Batman aber Schutz für seinen verwundbaren Halsbereich und ermöglicht ihm dennoch seinen Kopf zu drehen. In einem Interview mit Entertainment Weekly erklärte Matt Reeves, der Regisseur von The Batman, ein Teil dieser Tradition ist, dass wenn man Batman spielt, nicht nur ein Vorsprechen abhält, sondern auch Probeaufnahmen macht, bei denen man in einem Batsuit gesehen werden muss. Allerdings machen sie dir kein Batsuit, denn das ist ein sehr aufwendiger Prozess. Du ziehst also einen alten Batsuit an. Pattinson kämpfte mit der Hitze und der mangelnden Bewegungsfreiheit in Kilmers Version. Das Kostüm, das für ihn angefertigt wurde, war dagegen fast schon zu bequem. Pattinson erzählte EW, bei der Anprobe des Kostüms habe ich jede Menge verschiedener Saltos gemacht und dann haben sie das alles in die Kampfszenen eingebaut. Man kann darin ein paar Saltos schlagen, aber das wird ziemlich schnell langweilig. Reeves und sein Designteam scheinen den Hartgummi der früheren Batsuits über Bord geworfen zu haben und haben sich für etwas entschieden, das einem echten Kampfanzug ähnelt. Das passt zu der Vision des Regisseurs von einem realistischeren, düsteren Helden, der um sein Leben kämpft. Crossman und Dillon haben hart daran gearbeitet, dieses Gefühl in dem Anzug wiederzugeben. Pattinson erzählte EW, es sind kleine Blutflecken drauf. Es gibt Schrammen, wo er von Kugeln getroffen wurde und den Verschleiß von jemandem, der jede Nacht draußen gekämpft hat. Es sieht aus wie die Rüstung eines Soldaten in einem seltsamen Paralleluniversum, in dem man auch noch kleine Ohren auf dem Kopf tragen muss. Doch was ist mit den so wichtigen Gadgets von Batman? Während in Batmans Comic-Kostüm die meisten seiner Gadgets in seinem Utility-Gürtel stecken, verfolgt Pattinsons Batman einen eher modularen und taktischen Ansatz, bei dem überall Geräte und Waffen eingebaut sind. Er sagt dazu, die Enterhakenpistole ist, glaube ich, in jedem einzelnen Batman-Film zu sehen. Allerdings bin ich mir nicht sicher, wie oft er sie so defensiv eingesetzt hat. Sie wird als Waffe eingesetzt. Sie basiert irgendwie auf Travis Bickle, dem Waffenmechanismus, den er in Taxi Driver hat. Auch für das Fledermaus-Symbol auf seiner Brust gibt es offenbar eine einzigartige Verwendung, auf die wir gespannt sein dürfen. Pattinson erklärte, es ist ein Werkzeug, das er aus der Brustplatte herausziehen kann, was irgendwie erstaunlich ist, außerdem auch unglaublich schwierig zu entwerfen und es sieht toll aus. Moment, wie in Superman 2? Wahrscheinlich nicht. Es scheint auch ein Gadget an Batmans Bein versteckt zu sein. Während einer Verfolgungsjagd mit dem Pinguin bringt Batman ihn dazu, sein Auto umzuwerfen. An Batmans rechtem Oberschenkel ist eine Wölbung zu sehen. Ist es eine Waffe? Eine Gasmaske, wie die Soldaten im Einsatz tragen? Das werden wir bald herausfinden, wenn The Batman am 4. März 2022 in die Kinos kommt. Schaut euch eines unserer neuesten Videos gleich hier an. Außerdem kommen bald noch mehr Looper-Videos über The Batman. Abonniert unseren YouTube-Kanal und aktiviert die Glocke, um kein einziges Video mehr zu verpassen.